Novene zu Mutter Teresa, erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Erster Tag, erkenne den lebendigen Jesus. Tief im Innern eines jeden menschlichen Herzens gibt es ein Erkennen Gottes. Und tief im Inneren eines jeden menschlichen Herzens gibt es auch das Verlangen, mit ihm in Kontakt zu treten. Je mehr wir Gott kennen, umso mehr werden wir ihm vertrauen. Wir müssen Gott kennen, dass Gott Liebe ist, dass er uns liebt und dass er uns erschaffen hat. Jeden Einzelnen von uns für Größeres. Er hat uns dazu erschaffen, zu lieben und geliebt zu werden. Kennst du den lebendigen Jesus wirklich? Nicht aus Büchern, sondern daher, dass du mit ihm in deinem Herzen zusammen bist. Bin ich überzeugt von der Liebe Christi zu mir und von meiner zu ihm? Diese Überzeugung ist der Fels, auf dem Heiligkeit gebaut ist. Was müssen wir tun, um diese Überzeugung zu erlangen? Wir müssen Jesus kennenlernen, Jesus lieben, Jesus dienen. Dieses Kennenlernen wird dich stark machen, wie der Tod. Wir kennen Jesus durch den Glauben, durch das Meditieren seines Wortes in der Heiligen Schrift. Durch das Hören auf ihn, wie er durch seine Kirche spricht und durch die innige Vereinigung im Gebet. Suchet ihn im Tabernakel, richtet eure Augen auf ihn, der das Licht ist. Bringt eure Herzen nahe zu seinem göttlichen Herzen und bittet ihn, euch die Gnade zu gewähren, ihn zu erkennen. Gedanke für den Tag. Suche Jesus nicht in fernen Ländern. Er ist nicht dort. Er ist nahe bei dir. Er ist in dir. Bitte um die Gnade einer innigen Erkenntnis Jesu. Gebet. Gebet. Zur seligen Teresa von Kalkutta. Tägliches Gebet der Novena. Selige Teresa von Kalkutta, du hast dich so vollkommen der dürstenden Liebe Jesu am Kreuz ausgeliefert, dass sie in dir zur lebendigen Flamme wurde. So wurdest du für uns alle zu einem Licht seiner Liebe. Selig, Teresa von Kalkutta, erbitte mir vom Herzen Jesu, auch eine Flamme seiner Liebe zu werden. Bring nun dein Anliegen vor.
Lehre mich, mein ganzes Sein und Leben vollständig von Jesus durchdringen und in Besitz nehmen zu lassen, damit auch durch mein Leben sein Licht und seine Liebe auf andere Menschen ausstrahlen können. Amen. Unbeflecktes Herz, Maria, Ursache unserer Freude, bitte für uns. Selige Teresa von Calcutta, bitte für mich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kind. Uns allen deinen Segen gib.